eigentlich immer nur entscheidend der technische Ablauf beim Torwart. Muss halt von der Picke auf oder von der Basis aus, ja, gut erlernt werden. Und da soll es eigentlich so ein grober Leitfaden sein, wo man sagt, okay, wo kann man vielleicht ansetzen? War gut. Schön in Zweikontakt. Schräg nach vorne nehmen, ja? Jawohl, nach vorne. Ein Torwart soll erstmal von seinen Grundlagen her total sauber sein, ja? Und dann kann ich hergehen als Trainer und sagen, okay, wenn er das beherrscht, kann ich erstmal die nächste Sache praktisch in Angriff nehmen und eine Stufe weitergehen.